Ja, das ist eine Geschichte, eine mehrstufige Geschichte sozusagen. Ich habe Kafka gelesen zum ersten Mal, da war ich 15, spätestens im 16. Lebensjahr. Wir hatten allerdings damals keine Anregung von der Schule, sondern das musste man dann so, ja, über Mundpropaganda hat man von Kafka erfahren. Die Deutschlehrer, die wir hatten, die hatten eigentlich von der deutschsprachigen Moderne wenig Ahnung. Das waren Leute, die waren in den 30er Jahren noch ausgebildet worden und dementsprechend war der Bildungshorizont von denen. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, ich habe das mit Gleichaltrigen gelesen, privat, zu Hause, dass wir zum Beispiel über den Prozess von Kafka, dass wir viel gelacht haben. Also ich kann mir das heute kaum noch erklären, weil ich meine, es geht ja um eine Hinrichtung und es geht um jemand, der untergeht, ganz offensichtlich keine Chance hat, sein Leben wird zerstört. Aber trotzdem haben wir an der Oberfläche des Textes schon diesen Humor wahrgenommen, aufgenommen. Also den Humor, den ich heute sozusagen auch immer oft propagiere, wenn Leute sagen, Kafka ist ja nur düster, nur schwarz-weiß, ne, was ja nicht wahr ist. Die Mikrostruktur des Textes ist zum Teil mit Komik gespickt. Ja. Es ist merkwürdig, dass ich das mit 16 so wahrgenommen habe. Ich kann mir das gar nicht richtig erklären. Es gab dann eine lange Kafka-Pause. Ich habe ja dann noch Mathematik studiert, also in der Zeit konnte ich auch wenig Literatur aufnehmen. Und dann gab es, als ich so 26, 27 Jahre war, da gab es so einen Wendepunkt in meinem Leben. Also ich hatte Mathematik und Literaturwissenschaft studiert. Ich wusste nicht genau, was ich damit mache. Ich hätte zum Beispiel Deutschlehrer werden können. Da hätte ich dann Deutsch und Mathematik unterrichtet. Oder ich hätte Diplom-Mathematiker werden können. Da hätte ich jetzt, also hätte ich mich jetzt wirklich auf Mathematik spezialisieren müssen. Oder eben die Ausbildung in Literaturwissenschaft Richtung Promotion fortführen. Und genau in diesem Zeitpunkt, wo ich diese krisenhafte Phase hatte, wo ich darüber nachdenken musste, da habe ich an einem Preisausschreiben des S. Fischer Verlags teilgenommen. Da gab es Bücher zu gewinnen und was gewinne ich? Ich gewinne natürlich die Kafka-Kassette, die schwarze Kassette von Max Brod. Und da waren die Tagebücher von Kafka mit drin und die kannte ich noch nicht. Die Romane hatte ich schon alle gelesen, auch die Kurztexte, die Kurzerzählungen, aber nicht die Tagebücher. Ich hatte überhaupt keine autobiografischen Texte, ich kannte auch die Briefe nicht. Und das war für mich ein schockhaftes Erlebnis, also die Lektüre der Tagebücher vor allem. Ich habe dann auch sofort alle Briefbände gekauft und habe also alles gelesen, was es gab. Und das hat dazu geführt, dass ich völlig überwältigt war, also nicht nur von der Sprachkunst dieses Autors, also von dieser existenziellen Wahrhaftigkeit vor allem war ich schockiert. Also ich dachte immer, bin jemand, der sich keine Illusionen macht. Ja? Aber gemessen an dieser Offenheit und Differenziertheit auch der Selbstwahrnehmung und der Schonungslosigkeit, mit der er sein eigenes Verhalten sieht, da kam ich mir selber vor wie jemand, der permanent in einer Scheinwelt lebt. Also es war wie ein Erwachen sozusagen. Ich habe mich sehr stark identifiziert damit, habe mich dann auch für Literaturwissenschaft oder für die Promotion entschieden. Also nicht nur aufgrund dieser Lektüre, aber das hat, glaube ich, den letzten Schub gegeben. Habe ja dann auch für ein Thema mich entschieden, zu Kafka, also Kafka und die Darstellung der Frauen. Und die dritte Stufe war dann, als ich dann an der Dissertation gearbeitet habe. Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer kritischen Ausgabe zu tun, die diesen Namen verdient. Das war auch wieder die von S. Fischer. Und das war ein fantastisches Erlebnis. Also wenn jemand Texte schreibt oder Sätze schreibt wie Kafka, die so perfekt sind und sozusagen wie Kometen aus dem Nichts kommen, ja? Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand an so einem Text gebastelt hat. Und ich sehe jetzt die kritische Ausgabe und ich sehe, der hat wirklich daran gearbeitet. Der hat also an Sätzen, die wir für vollkommen halten, selbst solche Sätze haben eine Geschichte. Und es gehört Handwerk dazu, so etwas zustande zu bringen. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Also ich habe ungeheuer gerne mit dieser kritischen Ausgabe, ich habe dann auch alle weiteren Bände mir gekauft, als ich mit der Dissertation längst fertig war, habe ich trotzdem immer weiter diese Ausgabe rezipiert. Also Kafka sozusagen in der Werkstatt zuzuschauen, war ein wunderbares Erlebnis. Das war dann nochmal eine Dimension mehr. Ich bin dann langsam von diesem Fankult auch etwas weggekommen und habe ihn aber trotzdem, glaube ich, besser verstanden mit Hilfe dieser kritischen Ausgabe. Naja, es war die Entscheidung, die fiel eigentlich schon Mitte der 90er Jahre, als ich den Vertrag gemacht habe mit dem Fischer Verlag. Wir wussten, dass das in einem Band nicht zu machen ist. Es war schon so viel neues Material da, das noch nie jemand aufbereitet hatte. Es war klar, das können wir in einem Band nicht machen. Andererseits, es fehlte eben eine wichtige Quelle und diese wichtige Quelle ist der Max-Brod-Nachlass gewesen. Und diese Quelle ist besonders wichtig, natürlich für die Jahre, wo wir sonst nicht viel haben.
Aus der frühen Zeit haben wir zum Beispiel keine Korrespondenzen, keine ausführlichen jedenfalls, weil zu diesem Zeitpunkt Kafka mit niemandem korrespondiert hat, der außerhalb Prags lebte. Ja? Die Freunde waren ja alle noch da und er hatte sonst niemanden, mit dem er hätte intensiv Briefwechsel führen müssen. Und die Tagebücher, die es wahrscheinlich gegeben hat aus dieser Zeit, die sind weg. Also die hat Kafka sehr wahrscheinlich vernichtet. Das heißt, diese beiden wichtigen Komponenten fehlen. Bis zu seinem 27. Lebensjahr fehlen die komplett. Und deswegen habe ich gehofft, dass man das zum Teil jedenfalls ersetzen kann, dadurch, dass man eben die frühen Briefe und auch Tagebücher und Notizbücher von Max Brod verwendet, in denen Kafka vorkommt. Ja. In Tel Aviv, da wo der Nachlass liegt, da gibt es ein Notizheft, das ich leider nicht sehen durfte. Ein Notizheft, da war Max Brod 19 bis 21 Jahre alt etwa. Das ist die Zeit, wo er Kafka kennengelernt hat. Das sind mehrere Hefte, die sind in einem Umschlag und auf diesem Umschlag steht drauf viel über Kafka. Ja, da möchte man reingucken, das können Sie sich vorstellen. Und ich dachte mir, bevor ich die nicht habe, also ich wusste damals schon, dass es das gibt, ich hatte schon ein komplettes Verzeichnis des Max Brod Nachlasses, habe ich gedacht, das macht irgendwie keinen Sinn, ohne so wichtige Quellen in der Hand zu haben, jetzt einfach den Band zu beginnen, ja, und womöglich nach 3 Jahren alles revidieren zu müssen oder vieles revidieren zu müssen. Wir haben da hier eine Besprechung gehabt darüber und die Entscheidung, die wir getroffen haben, war die einzig vernünftige, nämlich die, dass wir nicht darauf warten, dass der Nachlass frei wird, sondern dass wir woanders beginnen, in der Mitte des Lebens. Und die Mitte des Lebens heißt bei Kafka eben die Phase, wo alle seine wichtigsten Werke entstanden sind. Das ist bei Publikum ist da sehr gut angekommen. Die Leute haben sofort das Gefühl gehabt, sie sind mittendrin. Die Leute möchten ja auch gerne wissen, wie ist denn der Prozess entstanden zum Beispiel? Warum hat Kafka das gemacht? Wie kommt er auf solche Gedanken? Wie kommt er auf diese immer wiederkehrenden Strafmotive und so weiter? Auf die Verwandlung, das Entstehen der Verwandlung ist an diesem mittleren Band beschrieben. Insofern ist es auch vom Publikum nicht als Mangel wahrgenommen worden, sondern als ein wunderbarer Einstieg. Ja, es ist eine sehr ungewöhnliche Entscheidung gewesen, das muss ich zugestehen. Viele Rezensenten haben auch gefragt, muss das denn sein und warum? Und ich musste es auch immer wieder erklären, öffentlich. Die Entscheidung war aber ganz klar die richtige, nicht zu warten. Stellen Sie sich vor, ich hätte gewartet oder wir hätten gewartet, dann würden wir heute noch warten, denn der Nachlass ist nach wie vor nicht zugänglich. Ich habe jetzt einige Dokumente bekommen aus dem Nachlass, aber bei weitem nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Das war eine sehr merkwürdige Situation, weil vor allem die letzten beiden Kapitel des Bandes, der das Ende von Kafkas Leben beschreibt, das ist mir schwer gefallen, diese Texte zu verfassen, weil dieses furchtbare Sterben dieses Menschen szenisch zu erzählen, da muss man ja sehr tief sich versuchen einzufühlen, ne? In die Situation. Und das ist mir schwer gefallen. Also ich habe mich da auch abgeschottet, als ich das geschrieben habe. Ich habe mich 6 Wochen lang fast vollkommen abgeschottet, um die letzten beiden Kapitel zu schreiben. Das ist auch dem Text, glaube ich, sehr zugute gekommen. Aber man muss jemanden innerlich beerdigen und dann muss man sich an die Aufgabe machen, dessen Geburt zu beschreiben. Also das ist natürlich schon etwas Groteskes und ich habe auch eine Pause gebraucht. Also dann kam erst mal die Rezeption, ich musste Vorträge halten und so weiter, aber irgendwann nach einigen Monaten stand ich vor der Aufgabe, so, jetzt muss ich vollkommen umschalten. Ich muss jetzt zurück ins Jahr 1883. Ich kannte zwar die Umstände dieses Jahres, wie das in Prag aussah, das wusste ich alles. Aber ich muss jetzt eine Familie schildern, die einen Neugeborenen hat, wo sozusagen noch alle Optionen offen sind. Da ist ja kein Schriftsteller geboren worden. Da ist ein Säugling da. Ja? Erstmal. Wissen Sie, wenn man so Sätze hinschreibt wie Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 geboren, hat man sofort im Kopf, aha, der Schriftsteller ist geboren worden. Das ist aber falsch. An dem Tag ist kein Schriftsteller geboren worden, sondern waren erstmal nur ein Säugling. Dieser Säugling hätte auch nach 4 Wochen sterben können. Am Anfang waren alle Optionen da. Das hätte auch zum Beispiel der Nachfolger im Geschäft des Vaters werden können. So war es ja auch beabsichtigt. Ne? Der Franz Kafka, den wir kennen, der ist später, hat sich später entwickelt. Ne? Das muss man, also erstmal diese Szene, sich zu vergegenwärtigen, wo alle Optionen noch da sind, nachdem ich jetzt gerade eben beschrieben habe, dass alle Optionen zu Ende sind.
ist mir also wirklich sehr schwer gefallen. Also es war einer der härtesten Momente in den 18 Jahren, an denen ich an der Biografie gearbeitet habe. Also wenn man Memoiren liest über diese Zeit von Leuten, die zu derselben Zeit aufgewachsen sind und womöglich am selben Ort, also gibt es übrigens sogar einige, die auch im Altstädter Gymnasium in der Prager Altstadt waren, die Szenerie genau beschrieben haben, dieselben Lehrer sogar hatten und die dann später Memoiren geschrieben haben. Auch Max Brod hat ja Memoiren geschrieben über diese Zeit. Da fällt einem auf, wie friedlich und stabil diese Gesellschaft angeblich gewesen ist. Ja? Man wundert sich erstmal, kann denn das so wahr sein? Auch dieser deutsche Begriff, die gute alte Zeit, die bezieht sich ja oft auf diese Epoche, so 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Ne? Wenn man genau hinguckt, merkt man, das stimmt irgendwas nicht. So stabil war die Zeit nicht, aus mehreren Gründen. Erstens mal, Kafka hatte ein sehr instabiles Umfeld um sich, wegen der nationalistischen Konkurrenzkämpfe zwischen Deutschen und Tschechen. Und zweitens, wegen der ständig bedrohlichen Situation der Juden, natürlich. Ja. Es kam immer wieder zu Straßenschlachten, es gab schwere Kämpfe, die also in zwei Fällen sogar nur dadurch beendet werden konnten, dass das Kriegsrecht über Prag verhängt wurde, also während Kafkas Jugendzeit. Es gibt natürlich noch eine zweite Ebene, wo sozusagen die Gesellschaft permanent in Erschütterungen versetzt wurde. Das war nicht nur das Politische und nicht nur die nationalen Streitigkeiten, die teilweise so entsetzliche Formen angenommen haben, sondern es waren auch die technologischen Veränderungen. Das wird in den Memoiren merkwürdigerweise oft vergessen oder unterschlagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wenn man sich das anschaut, die Zeit von Kafkas Jugend, also 1890 bis 1900 zum Beispiel, gerade in den Jahren ist es besonders auffällig, wie viele technische Innovationen da auftauchen, von denen sogar viele den Alltag direkt verändern. Also Kafka hat als Jugendlicher die ersten Autos erlebt, die ersten Flugzeuge, die ersten Kinematographen, wie man damals die Kinos noch nannte, die ersten Diktiergeräte, dann die Telefone tauchten auf, am Anfang natürlich nur in Büros, aber dann später, schon in den 90ern, hatten dann auch Privatleute Telefone, was also als ein ganz starker Eingriff in das Privatleben erlebt wurde. Walter Benjamin hat das ja beschrieben, wie das in Berlin gewesen ist. Bei den Kafkas wird es ähnlich gewesen sein. Aber auch noch viele andere Dinge, die den Leuten unheimlich waren. Also auch die ersten Röntgenaufnahmen, das war auch in denselben Jahren, waren den Leuten sehr, sehr unheimlich. Also man hatte das Gefühl, oder die Leute hatten das Gefühl, der Fortschritt beschleunigt sich jetzt. Ja? Und wo führt das hin? Das Leben beschleunigt sich, das Leben wird sehr stark umgewälzt. Übrigens hängt das auch damit zusammen natürlich, dass die Leute damals das Gefühl hatten, wir leben hier in einer Epoche, die uns alle furchtbar nervös macht. Also das Nervosität und Neurasthenie, das waren ja die Zeitkrankheiten und die hängen natürlich mit diesen vielen Innovationen zusammen, denen man nicht mehr ausweichen konnte. Ne? Die Autos, die fuhren ja rum, die neuen Straßenbahnen waren elektrifiziert und waren schneller und geräuschlos und es waren einfach plötzlich moderne Maschinen, die Pferde wurden zurückgedrängt und so weiter. Die Züge haben irrsinnig beschleunigt übrigens, die Züge waren teilweise so schnell wie die heutigen D-Züge, ja, also es ist unglaublich, vor dem Ersten Weltkrieg wohlgemerkt. Kafka hat auch darauf reagiert, auf diese Veränderung, also erstens mal, indem er großer Anhänger der Lebensreformbewegung wurde, die ja sehr technikkritisch war, aber die Technik überhaupt war ihm unheimlich, also vor allem war sie ihm unheimlich, wenn sie direkt das soziale Leben tangiert hat. Also er hat sehr viel lieber einer Sekretärin diktiert als einem Diktiergerät. Das fand er geradezu abscheulich, einer Maschine, die völlig stumm da vor sich hin schnurrt, einen Brief diktieren zu sollen. Das ist insofern witzig, als er die Felice Bauer Vertreterin für Diktiergeräte war. Ja? Und er musste ihr jetzt klar machen, dass er diese Geräte hasst. Ja? Hat aber trotzdem gespielt. In Gedanken hat er mit Technik gespielt. Was könnte man da machen? Ne? Zum Beispiel, man könnte ein Diktiergerät mit dem Telefon verbinden. Was hat man dann? Dann hat man Anrufbeantworter. Das Wort kannte er zwar noch nicht, aber die Idee hatte er schon. Ja? Also eigentlich als Mittel der spielerischen Fantasie fand er das anregend. Aber sobald es in sein Leben eingriff, fand er es unheimlich und hat es abgewehrt. Ja, das kommt komischerweise nicht vor in den Memoiren und überhaupt muss man sagen, die Zeit wird wirklich wird oft sehr beschönigt von den Leuten, die sie erlebt haben, weil diese Leute eben dann anschließend ab 14 ein wirkliches Inferno erlebt haben,
Der Erste Weltkrieg war ja nicht nur schlimm für die Leute, die an der Front waren, sondern das war teilweise sehr schlimm, also vor allem die letzten beiden Kriegsjahre, für die Leute, die zu Hause waren. Da wurde also, die haben gefroren, es gab keine Kohlen mehr, die haben keine Vitamine mehr zu sich nehmen können, die waren viele krank, ne? Auch diese verheerende spanische Grippe zum Beispiel, die Kafka ja auch betroffen hat, das hängt damit zusammen, dass die Leute sich ungeheuer schlecht ernährt haben und eben viel gefroren haben auch und das Immunsystem war geschwächt und so weiter. Also dieses ganze Chaos, die Verwahrlosung der Städte und so weiter, gemessen daran war die Zeit vorher wunderbar. Das war eine friedliche, schöne, stabile Zeit. So haben die sich die Leute dann, wenn sie dann alt waren, nach Jahrzehnten, so hat es sich ihnen dargestellt. Übrigens war das bei Brot auch so. Auch Brot hat es zum großen Teil verdrängt, dass das da wirklich Schlag auf Schlag ging, eine Innovation nach der anderen, dazwischen die Straßenschlachten und so weiter. Es war eine sehr aufregende und also gemessen daran, was wir jetzt erleben, die Stabilität, die wir jetzt hier haben in unserem Lebensumfeld, war das eine extrem instabile Zeit. Naja, was ich allmählich erst lernen musste, das hat sich im Laufe von Jahren entwickelt, wie stark der eigentlich war. Ne? Also Kafka hatte das Image eines neurotischen, lebens- und entscheidungsunfähigen Menschen, der immer in seine eigene Welt versponnen war. Und der eigentlich mit den Anforderungen des sogenannten realen Lebens, also zum Beispiel berufliche Karriere machen oder auch zum Beispiel normale soziale Beziehungen zu seinem Familienumfeld und solche Dinge, natürlich auch Ehe und Familiengründung, dass das eigentlich nicht sein, nicht nur nicht sein Interesse, sondern er hätte es auch nicht gekonnt. Also er wäre damit überlastet gewesen. So war immer das Bild. Ne? Mein Bild war zwar am Anfang auch schon etwas differenzierter, aber die Schwächen, die kann man ja nicht leugnen. Die Schwächen gab es ja bei ihm. Ja. Was ich am Anfang aber nicht so in dem Maße gesehen habe, wie stark es Kafka gelungen ist, aus Schwächen Stärken zu machen. Also diese zwangsneurotischen Züge, die bei ihm ja vorhanden sind. Ja. Da hat er teilweise Strategien oder Überlebensstrategien entwickelt, die einfach erstaunlich sind. Er hatte immer Angst davor, verrückt zu werden. Ja. Und trotzdem, selbst in den Phasen, als er die schlimmsten Zwangsfantasien hatte, die er dann gar nicht mehr los wurde, außer durch Schreiben vielleicht, hat er nie die Grenze überschritten zum Kontrollverlust oder zum Realitätsverlust. Also das, was bei Freud Realitätsprinzip heißt, das hat er immer unter Kontrolle. Die Grenze zum Wahn wurde niemals gestreift, obwohl man manchmal im Tagebuch schon das Gefühl hat, dass er nahe Kontrollverlust ist, so wie zum Beispiel die von ihm gehasste oder, na, vielleicht nicht gehasste, aber verachtete Else Lasker-Schüler, bei der die Grenze oft überschritten wurde. Ne? Die hatte das oft nicht mehr unter Kontrolle, dass sie Realität und Fantasie noch unterscheidet. Das gibt es bei Kafka nicht. Der hat Strategien entwickelt, um das zu vermeiden. Ja? Er hat auch Strategien entwickelt, um zum Beispiel mit seiner ausgeprägten Sensibilität umzugehen. Also Kafka war sehr empfindlich gegen alles, gegen Gewalt, gegen Ungerechtigkeiten, die er beobachtet hat, aber gegen Unverschämtheiten, gegen Lärm, gegen zu starke, ja, gegen zu überwältigende Erlebnisse. Und er hat da Schutzschirme aufgebaut. Er hat gemerkt, ich kann das nicht ändern, ich bin so. Das hängt mit der Kindheit zusammen, das hängt sicherlich auch mit der langen Einsamkeit zusammen, die er als Kleinkind erlebt hat. Er war ja dauernd allein. Dauernd wechselndes Personal, hat immer wieder neue Gesichter gesehen und so. Es hängt sicherlich damit zusammen. Er hat gemerkt, dass er das nicht ändern kann, aber er hat dann bestimmte Verteidigungsstrategien errichtet, um damit leben zu können und trotzdem produktiv zu bleiben. Man muss sich mal überlegen, unter welchen Verhältnissen der teilweise geschrieben hat. Ein lebensunfähiger Neurotiker hätte das nicht geschafft, also wenn er nur Neurotiker wäre. Der hatte 19, im August 14, da begann ja der Krieg und das bedeutete für Kafka eine enorme berufliche Strapaze. Der musste Überstunden machen ohne Ende. Die Hälfte der Kollegen war im Krieg und er hat mehr Aufgaben bekommen, er musste noch mehr Aufgaben dazu übernehmen. Und ausgerechnet da fängt er an, einen Roman zu schreiben und konzentriert sich oder schafft es sich zu konzentrieren auf diesen Text jeden Abend 3 Stunden nach einem langen Arbeitstag. Das ist schon verblüffend. Also er hat wirklich die Kraft gehabt, sein Leben und seine Kräfte so einzuteilen, sich so zu disziplinieren,
um schöpferisch tätig bleiben zu können. Der hat dann wirklich sich überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich abends noch den Kopf frei behalte. Dazu muss ich so und so viel schlafen, dazu muss ich, also wenn ich von der Arbeit komme, mich 2 Stunden hinlegen und am besten noch 1 Stunde einen Spaziergang machen, damit ich sozusagen durchlüftet werde und den Kopf frei bekomme. Der hat das Problem wirklich mit einer Ich-Stärke in den Griff bekommen, natürlich nicht auf Dauer. Ja? Er hat es 8 Monate durchgehalten und dann ist er einfach kollabiert sozusagen unter diesen Doppel- und Dreifachanforderungen. Ja? Aber der hat es geschafft, der hat etwas geschafft, was wirklich kaum ein Autor lange durchgehalten hätte. Das muss man wirklich sagen. Also der hat in Krisensituationen unglaubliche Kräfte entfaltet. Man weiß gar nicht, erstmal, wenn man den nur so als Schwächling oder als lebensunfähigen oder entscheidungsunfähigen Menschen kennt, wo hat denn der diese Reserven her? Das ist erstmal nicht einleuchtend. Der hatte unglaubliche Reserven. Das habe ich gelernt. Also ich kenne eigentlich keinen Autor, der so viel zu denken gibt, mit fast jedem Satz, den er schreibt, nach wie vor. Ich habe ja nicht alle Sätze von ihm im Kopf. Es gibt ja unendlich viele kleine Fragmente. Zum Beispiel, es gibt ja 2 Bände, 2 umfangreiche Bände, nachgelassene Schriften, wo es viele kleine Texte, abgebrochene Anläufe, aber auch so aphorismenartige Texte, die habe ich nicht alle präsent. Ja? Wenn ich jetzt so ein Band aufschlage, treffe ich auf Sätze, die ich vielleicht vor 10 Jahren mal gelesen habe und die mich nach wie vor völlig verblüffen, weil man sie nicht einordnen kann. Also es gibt berühmte Sätze, die an Zürau geschrieben hat, sowas wie zum Beispiel, ein Vogel ging einen Käfig suchen. Was soll das sein? Ja? Es ist ein Bild, das man so schnell nicht vergisst, wenn man es gelesen hat. Man kann es aber nicht einordnen. Man kann nicht etwas ableiten daraus. Oder anderes Beispiel auch aus Zürau. Da heißt es, du bist die Aufgabe. Kein Schüler weit und breit. Das ist fantastisch. Ja? Das ist doppeltbötig, dreibötig, könnte man fast sagen. Ja? Es ist unglaublich raffiniert, auf engstem Raum. Man fängt unwillkürlich zu überlegen an, was ist denn die Aussage, was soll das bedeuten? Es ist auch ein bisschen unheimlich, also wie er mit nur 10 Wörtern so eine Wirkung zustande bringt, solche Paradoxa so auf den Punkt bringt. Und solange ich immer noch solche Sätze immer wieder finde, solange wir die Faszination anhalten. Und solche Sätze gibt es sehr, sehr viele bei Kafka. Übrigens sogar in den Briefen. Also wenn Sie das vergleichen mit anderen Autoren, nehmen Sie Schnitzler. Wenn Sie dessen Briefe lesen, da sind viele Geschäftsbriefe dabei, die ganz langweilig sind. Oder irgendwelche Höflichkeitsbriefe, die er mit Familienangehörigen austauscht. Dasselbe haben Sie bei Thomas Mann. Bei Kafka gibt es das nicht. Wenn Kafka sich hinsetzt und die Feder in die Hand nimmt, egal was jetzt die Absicht ist, ob er jetzt einen Brief schreiben will oder ein Tagebucheintrag oder ob er jetzt eine Erzählung beginnen will, es ist immer so, als ob er zu atmen beginnt. Also er schreibt so, wie andere atmen, würde ich sagen. Das ist eine Lebensäußerung bei ihm. Er kann nicht anders als so schreiben. Er kann nicht an einen Verwandten einen belanglosen Kartengruß zum Beispiel schicken. Selbst die Kartengrüße, die er schreibt vom Strand, 3 Wörter, 4 Wörter, ja, sind... Also originell wäre jetzt der falsche Ausdruck. Das klingt jetzt sozusagen, es klingt so gezwungen, als ob er originell sein will, aber so ist es nicht. Sondern sie sind einfach überraschend, oft verblüffend, ja. Witzig, auch oft außerordentlich witzig. Und es gibt keine, nicht mal langweilige Postkarte von ihm. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen anderen Autor, wo das so ist. Ja? Das ist ein ziemlich seltener Fall. Man vergisst auch oft eben, er wollte keine Werke schaffen. Also er hat sich nicht hingesetzt mit der Absicht, so, ich produziere jetzt ein Werk. So, und deswegen sage ich das mit dem Atmen. Das klingt merkwürdig, wenn ich sage, er schreibt, wie er atmet. Aber das ist bei ihm wirklich fast wie eine körperliche Übung. So wie andere Leute ganz unwillkürlich etwas machen, was sie schon oft gemacht haben, irgendeine körperliche Routine. Der setzt sich hin, ist innerlich vollkommen locker, es kommt ihm ein Bild in den Sinn, das Bild findet er überzeugend und denkt, das ist etwas, da könnte was draus werden. Schreibt das hin. Ja? Daraus entwickelt sich ein 2. Satz, manchmal bleibt es dabei. Es gibt ja Bilder, die führen nicht weiter. Ja? Manchmal wird eine Erzählung draus. Also der hat auch vollkommen anders gearbeitet als alle anderen.
Thomas Mann habe ich als Beispiel genannt. Thomas Mann hat immer einen Plot gehabt. Er hat einen Plot im Kopf gehabt. Ich schreibe jetzt einen ägyptischen Roman. Und dann hat er versucht, ein Gerüst zu bauen. Wenn er gemerkt hat, das funktioniert, dann hat er sich aber erst dann, nachdem er auch schon recherchiert hat und Konzepte entwickelt hat, dann hat er angefangen, die ersten Szenen zu entwerfen. Bei Kafka nicht. Kafka hat ein Bild im Kopf, es fällt ihm eine Metapher ein, es fällt ihm ein Satz ein, der gut klingt, der einfach gut klingt. Ja? Das ist für ihn schon ein Grund, den Satz hinzuschreiben. Ja? Und dann geht es weiter oder eben auch nicht. Und deswegen diese 1000 Fragmente. Das ist wunderbar, das zu beobachten. Das ist einfach, wie wenn man ein spielendes Kind beobachtet. Fast so, würde ich sagen. Ja? Das ist wunderbar. Es haben natürlich viele Leute gefragt, was machst du, wenn du vor dem großen schwarzen Loch stehst? Ja? Ich muss ehrlich gesagt, also muss ich einfach darauf hinweisen, es kann von schwarzem Loch wirklich keine Rede sein im Moment, weil die Nachfrage jetzt sehr groß. Natürlich spricht sich rum, dass die Biografie fertig ist. Es kommen aber auch jetzt Nachfragen nach Vorträgen. Ich werde in Zürich 2 Vorträge halten, einführende PowerPoint-Vorträge. Ich werde Stadtführungen machen in Prag. Das war auch so eine Sache, die mir von der Idee her so gut gefallen hat, dass ich sofort drauf angesprungen bin. Ich werde andere Dinge machen, die mit Kafka zu tun haben. Ich werde Leute bei der Verfilmung von Kafka-Szenen beraten, zum Beispiel. Also ich würde sagen, bevor ich jetzt wirklich ernsthaft darüber nachdenken kann, was das nächste Buch sein wird, habe ich jetzt erstmal ein paar Kafka-Themen abzuarbeiten. Immer noch und wahrscheinlich noch, ja, vielleicht noch ein ganzes Jahr. Das ist durchaus möglich. Ich werde aber sicherlich weiterschreiben und ich werde, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ich werde bei dieser Epoche bleiben. Weil ich habe jetzt wirklich in den 18 Jahren Arbeit an diesem Riesenprojekt nicht nur die Zeit sehr gut kennengelernt, sondern auch, ich verstehe sie jetzt auch besser. Und ich habe sehr viel Wissen akkumuliert, das ich natürlich gar nicht unterbringen konnte, weil es auch nicht mit Prag oder nicht mit Kafka zu tun hat. Ich meine jetzt nicht literarisches Wissen und ich meine auch nicht unbedingt jetzt über die Kulturszene der Zeit, sondern über die politische Szene, über die Nationalismen, über europäische Politikgeschichte, über Technikgeschichte. Also mich interessiert nach wie vor, ich habe es ja vorhin schon betont, der immense Einfluss dieser technischen Innovationen auf das Leben der Leute. Übrigens auch eine Sache, um mal ein Beispiel zu bringen, was mich sehr bewegt hat und was mir auch vollkommen neu war. Kafka hat an solchen merkwürdigen Veranstaltungen teilgenommen, wo die Leute Geister herbeigerufen haben, Tischrücken und so Seancen, also der finsterste Aberglaube, würde man sagen. Ich habe inzwischen begriffen, wie das mit dem technischen Fortschritt zusammenhängt. Das hängt damit zusammen. Ja. Man denkt immer, das eine schließt das andere aus, aber das war so nicht. Ne. Der Einstein war in Prag als Physikprofessor und der Einstein erzählt den Leuten, Zeit und Raum ist relativ. Ja. Davon fühlten sich zum Beispiel Leute wie Steiner völlig bestätigt. Ja. Das ist doch das, was ich sage. Höhere Welten gibt es, zu denen wir gar keinen Zugang haben. Und alles, was wir so sehen, das ist alles sowieso relativ. Ja. Also das heißt, die fühlten sich bestätigt durch solche naturwissenschaftlichen Fortschritte. Das war ganz eigenartig. Das ist eine Sache, die mich sehr interessiert, weil ich glaube, da kann man unsere eigene Kulturgeschichte besser verstehen. Mich hat zum Beispiel schon immer das Problem interessiert, warum die Esoterik so einen Zulauf hat. Ich meine jetzt die Gegenwart. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Das ist ja ein gigantisches Geschäft. Und zwar nicht nur keineswegs bei dummen Leuten. Ich kenne intelligente Leute, die darauf abfahren. Und ich glaube, da bin ich jetzt auf einen Punkt gestoßen, der da Erklärungen liefern kann. Das war damals schon, hat sich das entwickelt. Kafka war da ein bisschen affizierbar. Aber Kafka hatte auch nicht sehr viele naturwissenschaftlichen, hatte kein gutes Verständnis dafür. Aber wenn ich jetzt plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Grammophon erlebe, zum ersten Mal, und da legt jemand eine Platte auf von einem Sänger und ich weiß, der Sänger lebt gar nicht mehr. Ich höre hier die Stimme eines Toten. Ja? Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich die Stimme eines Toten. Warum soll ich dann nicht am nächsten Sonntag mit Hilfe des Tischrückens Kontakt zu einem Toten aufnehmen? Das ist nicht ohne weiteres klar, warum das eine geht und das andere nicht. Verstehen Sie? So ist der Zusammenhang. Das ist etwas, das ist mir jetzt erst in den letzten Jahren durch die Arbeit bewusst geworden. Nicht nur was jetzt Kafka und die Prager Szene betrifft, da ist es aber ganz extrem, dieser Zusammenprall, sondern überhaupt für die europäische Kulturgeschichte. Ne? Das, der,
dass dieser Fortschritt eine merkwürdige Kehrseite hatte, immer. Ja. Finsterster Aberglaube teilweise. Das zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wäre ein Thema, das fände ich ein Buch wert, ja. Unter anderem. Ich werde also mit Sicherheit in dieser Epoche bleiben, sie ist für mich nach wie vor spannend.